Cookie will seinen Hund trainieren, dass er ihm Bier aus dem Kühlschrank holt. Also wenn du das bis jetzt noch nicht geschafft hast, dann musst du den schon im Welpenalter musst du denen das schon beibringen. Richtig. Und am besten noch mit Flaschen öffnen. Oder Feuerzeug. Und Concords Katze, die wird das Bier dann austrinken. Und nicht bringen. Auf Ex. Auf die Ex. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Leibwächter oder Käufer? Oder Posten? Hä? Posten? Ne, ich bin Leibwächter. Das hört sich Posten wahrscheinlich. Nein. Oh nein, ich bin Käufer. Gott, ist das jemand? Was muss ich denn überhaupt machen? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe doch gar nicht aus wie ein Käufer, Alter. Ich sehe überhaupt nicht aus wie ein Käufer. Ja? Aber ich sehe aus wie ein Bodyguard. Das ist schön. Ich muss bestimmt einen beschützen und mit meinem Auto durch die Gegend fahren. Das geht aber nicht, weil in mein Auto kommt ja keiner rein. Die Vorbereitung hat 22.500 gekostet. Ich finde, tut mir echt leid, ne? Ich finde, ich habe für einen Bodyguard ja auch das passende Auto, ne? Irgendwie. Wahrscheinlich bist du der Bodyguard vom Käufer. Das kann gut sein. Ich muss hier einem nachfragen. Ich bin der Käufer, dann heißt ich bin am Arsch. Ach du meine Güte, ey. Boah, was rast der denn so? Mann. Bus. Fast in den Bus gefahren. Du bist in den Bus gefahren? Ja. Fast. Ich bin der Käufer. Ich bin, oh, wer reißt denn hier diese Ampel um? Ja, die hat mich gestört. Die war rot. Und wenn keine Ampel da ist, habe ich kein Problem. Ich habe ein bisschen Angst, wenn du neben mir fährst. Deswegen guckst du dir an, was du da machst. Ey, du rammst den anderen. Ja und? Steht nirgends, dass ich das nicht darf. Bitte töte niemanden von uns. Ach so. Scheiße. Was ist mit dem kaputt? Oh, mein Auto. Das sieht jetzt wieder hammermäßig geil aus. Fahr mich nicht an. Ich bin der Käufer, du Idiot. Piolo. Echt, Alter. Ja, warte. Ich glaube, der Piolo, scheiße, der tötet mich. Ich glaube, der hat das Spiel nicht verstanden. Ich glaube, der da ist ja kein Leibwächter. Der ist ja kein Leibwächter. Ich habe den Finger noch gesehen. Ich habe den erhobenen Finger noch gesehen. Der ist kein Leibwächter. Da. Geh, Leibwächter. Geh wieder in Position. Oh, okay. Ich muss also bei dir bleiben. Was meinst du, kommt, stört die Zielperson das, wenn ich eine Waffe in der Hand habe? Minimal. Der ist der Verkäufer. Der verkauft Lollipops. Ja, mein Leibwächter. Komm, warte hier. Es kommt direkt Blitzer durch die Finger. Fusion. Fusion. Ey, den Typ kenn ich doch. Ja, das war ein Aussie-Raum. Ja, der Typ da. Der ist voller Gangster. Das ist ja kein Leibwächter. Der da. Gangnam-Style. Oh, da kommt ab. Da kommt einer. Ey, ich erschieße den einfach direkt. Was hältst du davon? Voll in die Schnauze. Also, die würde ich nichts verkaufen bei den Augen. Ja, aber das sieht doch ganz vertrauenswürdig aus. Guck mal, der Bodyguard von der. Ja, da muss ich irgendwie an Supernatural denken. Ach, Quatsch. Knall mein Leibwächter. Na, mal gucken, ich bin mal gespannt, was das für eine Ware da ist. Mein Herr Pippi. Oh, egal, alle erstmal erschießen jetzt. Oh. Er ist tot. Das FBI? Ja, wir haben den Koffer.
Die müssen wir bestimmt alle töten. Oh, scheiße, ich habe über das Auto hinausgeschossen. Oh, was ist denn da los? Von wo kommen denn die Schüsse? Von da. Ich bin tot! Ich bin tot! Du bist ja dein, wenn ich dann stirbst, das ist richtig. Das ist für mich eine coole Idee. wir sollten uns irgendwie zurückbegeben, wenn die da kommen. Boah, die Armen, die immer in uns investieren. Nee, in dich. Aber immerhin wieder einen Rang aufgestiegen. Es ist Sturm, ey. Ja, was kann ich denn dafür? Ich konnte nicht ahnen, dass die mich anschießen. Ich bin ja Leibwächter, schieß mich. Nee. Boah, mein Gott, was ist noch mal? Alle kriegen wir schon hin. Ja, klar kriegen wir das hin. Also so schwer war es bis jetzt nicht. Nee, also ich finde, ich habe mich ganz gut gehalten. Du müsstest halt noch ein bisschen an dir arbeiten. Ich trau dir jetzt mal von in die Schnauze, ne? Der klebt aber ganz schön lange, was? Eigentlich weiter. Ja, lange Ladezeiten. Guck mal, ich tippe gerade mein Handy, wie schlecht du bist. Und du liest das SMS, du bist schlecht. Nee. In meiner SMS stand irgendwie drin, hallo, ich bin's Lars. Lass uns doch nachher auch zur Afterparty treffen. Ich hab auch frische Bananen gekauft. Und über ein Auto rutschen. Boah, dann möchte ich auch. Nee. Wir sind hier ohne Auto beim Treffen. Wenn wir verlieren, dann bist du das schuld. Du. Nein, komm, du. Kriegst du mir nur einen kalten Applaus. Bester Mann, bester Mann. Mann, die Kunde, die kleinste Geige der Welt. Oh, pst, bin ich nicht ganz normal. Was? Lalala, ich geh weg. Ach, hey, du bist doch wieder die Pippi von vorhin. Ich wette, er stirbt. Kann man das nicht überspringen, das dumme Gequatsche? Guck mal, ich habe schon wieder Kacke unterm Auge. Kacke unterm Auge? Ja, der Käufer sieht sehr vertrauenswürdig aus. Oh, scheiße. Oh. Ja, Kacke unterm Auge schafft Vertrauen. Du kannst die PS4 jetzt nicht sprachgesteuert bedienen, Leute. So, wenn die anderen BNFchen nochmal ihren Job gut machen würden, hätten wir schon jemanden. Oh. Die stecken aber viel weg, die Jungs, ne? Ja, die sind echt Wegstecker, sind das. Ich bin tot. Nein, ich bin tot! Ja, du bist egal. Guck mal, das Spiel hört nicht auf. Scheiße doch. Doch, gleich. Mann. Scheiße. Mann. Was ist das peinlich, ey? Was ist das peinlich? Mann, das ist aber echt jetzt peinlich. Ich hab mich genau in den Seitengang gestellt, wo die ganzen Leute von der Seite geschossen haben. Mann, streng dich doch mal ein bisschen an, Lars, weißt du? Der Junge investiert in dich. Der sieht eine große Zukunft für dich voraus, ne? Und du enttäuscht ihn einfach so. Ich finde das nicht gut. Kennst du denn, wenn man den Punkt überschreitet, wo man nicht mehr übertreiben sollte? Ja, eben, aber den hast du irgendwie nicht gefunden. Er musste immer noch drüber. Immer drüber. Immer drüber, ja. Und wenn die Matte vor allen Dingen, die Latte so hoch liegt. Steigt immer noch drunter. So niedrig, verdammt. Ach, Mensch. Guten Abend, Sir Hacky. Herzlich willkommen in... Hi, Sir Hacky. Wie verlieren wir in GTA heißt? Nee, wie verliere ich? Du musst nur auf dich schieben. Genau, wie verliert der Lars in GTA heißt? Scheiße. Oh, Mann. Möglicher Anteil.
Ich glaube, ich habe schon mehr ausgegeben, als mein möglicher Anteil ist. Was? Du bist schon, dass der jetzt nie nochmal neu starten wird. Du wirst so dieses hässliche, dreckige Lachen, ne? Das Geile ist, dass der Geld investiert hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass der einfach so die Mission abbricht, die ist ja sehr, sehr gering. Also kannst du viel Scheiße machen einfach. Wir müssen jetzt nochmal den ganzen Treffpunkt hinfahren. Ja, anscheinend. Guck mal, der Lorenzo ist auch mit drin. Jetzt. Was, wo? Der ist gerade der Party beigetreten. Unser Party? Ja. Ja, aber das Geile... Gott, der ist sauer, glaube ich. Der fährt mich hier an. Oh Gott, ich fahr scheiße. Ey, Mann, das ist unglaublich. Ja, das Geile ist, du kannst dir halt viel Scheiße erlauben, weil der will ja sein Geld auch nicht verlieren. Ne? Dann nimmt der vielleicht mal den ein oder anderen Fehlschlag in Kauf. Aber so ein Fehlschlag. Ja, die Rakete, die hat sich einfach gelöst. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Guck mal, Rakete, aber wo? Oh, nee. Wie kann man nur so... Ah! War doch geil. Komm, wir haben schön gelacht. Oh, guck mal, der Sir Hacky, der verteidigt dich. Der sagt, ich soll dich nicht so ärgern. Ja, danke, Sir Hacky. Aber ja, Sir Hacky, der Lars, der ist nur mal scheiße in GTA. Ohne Scheiße, Alter. Ich schmeiß hier eine Haftbombe in den Auto. Wo muss ich ja eigentlich lang? Du musst hinfahren. So, dann warten wir mal auf die andere. Oh, ich habe einen Anhalter überfahren. Oh, noch einen. Irgendwie tötest du immer welche, kann sein. Ja, macht ja am meisten Spaß. Oh ja, da kommt er mit der pinken Karre. Oh ja, mach weiter. Mach weiter. Mach weiter. Gut. Meine ganze schwere Panzerung ist weg. Ah, oh, geil. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ja, dieser Typ da. Der Typ. Da ist er. Guck ihn an. Ja. Ja, guck mal hier. Guck dich selber an. Guck. Hast du heute schon mal in den Spiegel geguckt? Warte. Hier, zack. Aber ich den Spruch hasse, den hasse ich so bei den ganzen Talkshows immer. Nö, guck dich mal an. Guck dich mal an. Ja. Oh ja. Hier für dich. Guck mal hier. Ich habe an meiner Freundin gespielt. Riech mal. Komm, Finger connecten. Da ist ja gar kein Pimmel. Da ist ja gar kein Pimmel. Okay, komm, wir dürfen den Boden nicht berühren, weil der ist Lava. Okay. Ui. Oh mein Gott, ich bin tot. Bruder da oben, der denkt sich bestimmt die Spaß, die sein. Ja, fick dich aus, drauf. Aber ernsthaft, lass mein Auto in Ruhe. Komm, ich spreng das mal in die Luft, mal gucken, ob was Lustiges passiert. Ja, die sind da. Ey, lass mal gleich nach links rüber rennen und da die Leiter hochklettern, wo der andere Typ hockt. Nicht da hinten, sondern da oben. Hä? Nicht da hinten, sondern da oben. Das eine links oder das andere rechts? Links von dir, weil rechts von mir ist. Hä? Nee, andersrum. Oh. Gott sei Dank sehen wir jetzt nicht zum dritten Mal diese Szene. Was? Welche Szene? Ich mach mir keine Szene hier. Guck mal, ich hab Blut am Ärmel. Der ist vertrauenswürdig. Der sieht aus, als wenn er sich durchsetzen kann. Hier ist der Koffer mit den Tampons. Oh scheiße, die haben meinen Tampon genommen. Vor allem, warum wird sie nie erschossen?
Oh, das ist Spitz. Nee, das ist der Spezialkarabiner, den will ich nicht. Die schwere Schnutenflinte nützt mir ja auch nichts. Du willst schon mal lieber. Na komm, 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 meine Mutter. Da. Pass auf, du wirst angeschossen. Okay, ich verpiss mich. Tschüss. Ich bin gleich tot. Nein, mach das nicht. Oh, bitte keinen Schuss mehr. Keinen Schuss mehr abkriegen. Ich bin tot. Ich war nein! So kurz davor, zu sein. Ach, ja, warum kommen die wieder nach? Man kann hinter den Mülltonnen ist sicher. Ich sehe einen Ort, der ist sicher. Ja, aber du kannst nicht mehr zurück. Nach der Geburt ist vorbei. Es gibt keinen Weg zurück. Ach man, ey, scheiße. Neustart, komm, jetzt aber. Jetzt bist du jetzt, gerade jetzt bin ich motiviert. Ich auch. Und wenn dann nicht irgendwann kaputt gehen, dann starten wir wieder von. Aber wenn ich, wenn ich motiviert bin, dann geht das meistens ein bisschen nach hinten los. Ja, das habe ich in Köln gemerkt. Du willst mal kicken hier. Das kann doch nicht sein, dass wir so scheiße sind, ja? Und mit wir meine ich dich. Und mit dich meine ich mich. Und wollte gerade sagen. Also, ich bin die letzten bitte zwei Runden nicht gestorben. Ja, Vorsicht, Panzerfaust im Anschlag. Ah, guck mal. Hier hinter der Tonne, ist jetzt sicher. Wenn du sehen könntest, was ich gerade sehe. Im Arsch? Nein, ich wollte eigentlich mit der Panzerfaust auf die Mülltonne schießen. Schießt du auch immer mit der Panzerfaust in die Mülltonne? Ich wollte dich gerade schlagen, geht ja alle. Warum kannst du so aussehen? Oh mein Gott, hier sind Fliegen. Bienen. Bienen. Hier sind Bienen. Oh, jetzt spielen wir My Girl nach. My Girl. Du hast da was. Ich hab immer Kacke am Mund. Dein Hosenstall ist noch offen. Dein Hosenstall ist noch offen. Ja. Warte, lass mich mal anfassen. Ich will mal piegen. Kennst du sinnlose Autoserstörung? My body is over the ocean. Bist du? Ja, kann ich auch nicht. Auto, warum bist du? Die da oben denken sich nur, wo die Spaß die ist. Okay, das Auto kommt. Seriös benehmen. Guck mal, da kommt ein Auto, du bist scheiße als voll. Du bist doof. Oh, eine neue Zwischensequenz, die kennen wir noch gar nicht. Oh, was da wohl passieren mag? Oh, nee, bin richtig interessiert. Hier ist mein Koffer voller Tampons. Das ist ein neues Prototypprodukt. Wir nennen es Tampwindel. Da kann man auch noch Pipi machen. Tampwindel? Naja, dann braucht man auch, kann man Pipi machen. Tampwindel. Du hast eine Macke. Jetzt neu die neue Tampwindel. Mein Gott. Die Tamponindustrie ist uns auf die Schliche gekommen. Oh, und Pampers ist auch dabei. Oh, nee. Aua, ich werde angeschossen. Da kümmert sich aber auch keiner. Ich bin hinter meine Mülltonne. Nein. Ich bin hinter der Mülltonne. Ach. Ohne Witz, die Mülltonne ist safe. Ja, schön. Aber ich bin nicht hinter der Mülltonne. Das ist ein Problem. Das ist nicht gut.
Nein! Wo kam denn der eine Schuss jetzt? Das warst du doch bestimmt. Ja klar warst du das. Und da war nämlich kein einziger Feind. Doch, hinter dir waren ja viele. Die waren alle weg, mein lieber Lars. Und die denken sich jetzt, boah, dieser blöde GB Rocks, immer stirbt der. Lass das mal lieber abbrechen. Guck mal, dabei war ich Bester in dieser Runde. Ich bin bloß eins, Alter. Das schaffen wir nie boah, im Leben. Dafür kriegst du keine Mitbeteiligung an der Tampfwindel, die ich entwickelt habe. Es kommt eh wieder die Tampon- und Windelindustrie. Oder boah, geiler. Tempers. Boah. Tempers? Oh Gottes Willen. Ne, dieser Mann. Gib dir den Oscar. Loco bei Poco. Hast du aber gut gemerkt. Loco bei Poco. Hat gerade selber ausgedacht. Ja. Allerdings ist das noch den Witz mit der Afterparty in Köln, hast du dir selber ausgedacht. Den wirklich? Den du denn sofort weiter erzählt hast. Hui! Der hat geschossen. Ja, Gameblame. Ich renne im Kreis und denke, der Gameblame ist scheiße. Jetzt auf! Du, komm her. Da kommt ein Auto. Wenn du da mit einer Waffe stehst, sieht's doof aus. Der kommt immer noch nicht. Komm hierher, komm hierher. Ja, bleib mal stehen. Bist du hier sterben und der nicht kommen wollen? Schusssicheres Auto. Okay, dann legen wir es los. Warte. Ich erzeug einen Tornado um die. Ist ja wie russisch Roulette hier. Du bist so ein Homo. Wir können den ganzen Weg, wenn er noch mal hinfahren. Boah, der hasst mich bestimmt. Alter, Finne, du musst jetzt einen Text von ihm kriegen. Das geht ja nicht anders. Er muss dir sowas schreiben wie, ich werde rausfinden, wo du wohnst und so. Die Standardsprüche halt. wir starten trotzdem hier. 25.650 kostet die Vorbereitung schon. Ich glaube, der Preis, der steigt immer weiter, kann das sein? Die mehr wir kaputt machen. Ey, Alter, gib dir doch nicht. Nur am Scheiße wohnen. Der Piolo, der bleibt einfach stehen. Der hat schon keinen Bock mehr. Nein. Was nein, oh, nee, er bewegt sich. Er dachte, du boah, scheiße, deswegen. Also, du. Du hast da einen Fleck auf der Brille. Da ist ein Fleck auf deiner Brille. Ja, hey, da, hey, warte, geh. Warte. Geh, sprich mit der Hand, geh dahin. Doch, warte, jetzt muss ich dir noch sagen. Warte mal kurz. Jetzt muss ich dir wirklich noch sagen. Bleib mal stehen. Dreh dich mal kurz um, bitte. Ich muss dir was sagen. Wieso, du magst doch meinen Hintern lieber, oder? Nee, aber ich muss dir wirklich was ganz wichtiges sagen. Du hast immer noch einen Fleck auf der Brille. Lass mal ein armer Auto in Ruhe, Mann. Du hast ihn gerade wieder vor dir, Mann. Ey, die drehen richtig am Rad, Mann. Woher willst du das wissen? Hier, weil, guck mal, die klatschen schon. Oh, nee, halt mal, ich hab gar keinen Klatschen. Guck mal, ich schieß mal mit der Panzerfaust da hoch, wo der hockt. Warte, ich spring dazwischen. Nein! Der nasty Crossover. Das ist so geil. Oh, da kommt sie, kommt sie. Was ist das denn für ein Name? Spasti. Was, Spasti? Ich schieß die jetzt einfach. Nein. Bam.
Kokon schreibt schon, die werden euch bannen. Ja, ohne Scheiß, wir dürfen nie wieder GTA spielen, glaube ich. Permaban. Ja, von Rockstar persönlich. Uns wurden verschiedene Berichte zugesandt, dass sie GTA nicht ernst nehmen. Damit haben wir uns dazu entschieden, sie permanent zu bannen von den Rockstar-Servern. PS, bei GTA 6 sind sie das Hauptziel und müssen von ihnen Spieler getötet werden. Oh, die Cops, Mist. Da hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Oh, nee. Oh, falscher Knopf. Ich bin entschuldigt, ich bin bei meinen Mülltonnen. Nein, oh, was macht er denn? Was macht er denn? Ah, jetzt ist er denn da. Perfekt. Kann bitte jemand diesen Gameplay mal töten? Boah, Mann! Nicht sterben! Boah, und wehe, du schießt mich jetzt wieder ab. Wehe, du schießt mich jetzt wieder ab. Ich kann ihn doch gar nicht abschießen. Kommt noch mehr? Ich hab den Koffer. Die okay. Wo hast du den Koffer? Komm, steig ein. Warum fährst du selber? Warum nicht? Ich bin der Käufer und Bodyguard und alles. Wow! Ich bin tot. Nee, jetzt nicht, ey, wirklich, ne? Ich bin wieder tot. Du bist der Tod. Ja, vor allen Dingen, Alter, ich bin der Käufer und du hast die Aktentasche, ne? Ja, man muss die Chance im Leben, ne, wenn die sich anbietet, dann muss man zugreifen. Finde den Fehler. Finde. Vielleicht kriege ich ja jetzt 50%. Nee, noch bei Vorbereitung kriegst du noch nichts. Doch, 50%. Ich krieg 50%. Nein, mein Reifen. Nein. Ich denke, du hast hier schusssichere Reifen. Aber doch nicht bei. Mein Auto ist doch nicht da. Ich hab Scheiße. Mein Reifen ist hinten auch geplatzt. Oh, der Reifen ist hinten auch geplatzt. Ja, besser der Reifen als das Kondom. Ja, das stimmt allerdings. Würden vielleicht wäre mal schön, wenn ihr uns beschützen würdet. Ach, du kannst dich selber beschützen? Nee, anscheinend ja nicht. Ich kann nicht jetzt so von der Straße. Dann sag ich, hier ist er. Boah, das Auto ist so Schrott. Na guck, wir haben es geschafft. Ja, das Auto ist aber total im Arsch. Ey, wahrscheinlich kriegst du dafür die Platine. Jetzt schaffst du hoch. Ich schieb die an, warte. Nee, besser nicht, weil dann verliere ich die komplette Kontrolle hier. Ups. Nein, Gegenverkehr, bitte nicht. Was ist hier los? Ich schieb die Rinne, warte. So. Yeah, jawohl! High five! Einfach, Alter. First try. Voll easy, ey. Schwer. Wo ist denn das schwer, ey? Easy going. Das war ja echt einfach. Also meine Kinderkacke. Ja, wir sind halt einfach so geil, ey. Das war jetzt wirklich easy. Gucken wir an, wie so ein Mongo. Aha. Yeah. Komm, Applaus. Hört sich ja aus wie meine Wohnung. Bestanden! Ja, jede Wohnung. Hoffentlich schmeißen die uns jetzt nicht raus. Ah, guck mal, Platin. Guck mal, wie geil. Weil er den Koffer gekriegt hat, Alter. Ja, 50%! Weil du mir meinen Koffer geklaut hast, du Arschkeks. Ja. Guck mal, wie ernst ich da gucke. Auch. Guck ich so, fick dich, so ist das Gesicht.